gonna take on the world. Marasm Gripchayet. Das ist eine russische Redensart und sie bedeutet, der Irrsinn, der Wahnsinn wird stärker. Daran musste ich heute denken, als ich die Nachrichten las, wobei man zwischen den Zeilen lesen musste, denn das eigentlich Verrückte in meinen Augen wurde, wie so oft bei den meisten, kaum thematisiert und allenfalls beiläufig irgendwo erwähnt. Denn, ich mache keinen Witz, das ist das, was unser schlafwandelnder Gesundheitsminister, der manchmal Nickerchen macht, selbst bei Interviews und bei Pressekonferenzen, jetzt durchgesetzt hat, dass ab 1. Oktober die Möglichkeit bestehen soll, dass man nicht frisch Geimpfte und nicht Getestete äußerlich erkennen kann, faktisch kennzeichnet, denn nach diesen Plänen in geschlossenen Räumen, etwa in Restaurants, sollen nur diejenigen keine Maske tragen dürfen, die, jetzt kommt's, festhalten, frisch geimpft, also maximal 3 Monate sind, frisch genesen, 3 Monate oder getestet. Also eine Ärztin, nachdem ich meinen Artikel auf der Seite dazu geschrieben habe, die hat mir einen fast schon verzweifelten Brief geschrieben. Ich sage jetzt Ärztin, männlich, weiblich, divers. Wollen ja heutzutage niemanden hier an den Pranger bringen. Und sie sagte, wer stoppt diesen Lauterbach? Wie sie ihn nannte, das konnte sie nicht sagen. Sie sagte, sie hält das alles nur noch für irre. Und es mache sie bzw. ihn umso fassungsloser, als er sie ständig in den Krankenhäusern das Versagen dieses Systems erlebe. Und zwar ganz dramatisch. Das ist ein Frontbericht. Und das müssen Sie sich mal vorstellen, also das kann man sich doch gar nicht ausmelden. Dann muss am Eingang irgendjemand überprüfen, ob die Leute frisch genesen, frisch getestet oder frisch geimpft sind. Also 3-mal Impfung hilft nicht, selbst 4-mal Impfung hilft dann nichts oder 5-mal Impfung, die letzte Impfung schon 3 Monate zurück ist. Und dann mit Maske oder ohne Maske und wie will man das dann umsetzen? Im Restaurant kriegen die dann Halsreifen um, damit man sieht, wer die Maske tragen muss oder nicht oder auf Konzerten. Also es ist nur noch Hanebüchen, was in diesem Land geschieht. Also über Italien lacht die Sonne, über Deutschland lacht die Welt. Und das in Zeiten, wo in etwa Katalonien bereits gesagt hat, es wird unter keinen Umständen Masken zurückbringen. Es ist wirklich mit Verstand nicht mehr zu fassen. Und einer der vernünftigen Virologen, der Herr Streeck, der hat jetzt schon das massiv kritisiert, diese Pläne der Bundesregierung. Und er sagte, da gibt es einen Überbietungswettbewerb, was die Strenge angehe, was das Verbieten angehe. Sinngemäß hat er das so gesagt und massive Kritik geübt. Ja, und das Schönste ist, all das macht die FDP mit. Die FDP, die von vielen gewählt wurde, dafür, dass sie eine liberale, eine normale Corona-Politik durchsetzt, die macht bei so etwas mit und die feiert das dann auch noch als Erfolg, weil man ja Schlimmeres noch vermieden hat. Also es erinnert mich an Henrik Broder, mein Freund, der ja sagte, wenn Deutschland überdacht wäre, wäre es eine überdachte Anstalt. Und der Henrik wurde ja gerade auch wieder gecancelt. Diesmal von Friedrich Merz, dem CSU-Chef, der kurz vorher noch gesagt hat, er ist gegen die Cancel-Kultur. So sind wir in Deutschland mittlerweile drauf. Es macht nur noch fassungslos, was in diesem Land los ist. Ja, ich hätte gerne bessere Nachrichten für euch, aber leider, leider, leider. Also alles spricht dafür, dass im Herbst der Wahnsinn wieder losgeht. Und ja, fast hätte ich gesagt, rette sich, wer kann. Aber das bringt ja auch nichts. Es macht fassungslos, es macht fassungslos. Ja, wir werden es weiter verfolgen. Ich denke, es ist wichtig, da dran zu bleiben. Wichtig, das weiter zu kritisieren, solange es noch geht. Abonnieren Sie, solange es noch geht. Machen Sie ein Like, solange es noch geht. Schauen Sie auf die Seite, solange es noch geht. Unterstützen Sie, solange es noch geht. PayPal hat schon gekündigt. Die nächsten dunklen Wolken sind schon da, aber solange es noch geht, auf der Seite können Sie es noch finden. www.reitschuster.de Unterstützung. Ja, mir fehlen die Worte.
Es kommt selten vor bei mir. Jedes Mal denkt man, es kann eigentlich nicht mehr schlimmer kommen. Und es kommt dann doch noch schlimmer. Im Nachspann dann noch mein alter Marzipanwitz. Die, die ihn schon kennen, die können jetzt hier ausmachen. Für die anderen einfach dranbleiben bis zum Nachklapp. Ja, und jetzt der Marzipanwitz, weil ich jetzt gerade an den denken musste. Alter jüdischer Witz aus Tiflis, da habe ich ihn gehört, wahrscheinlich gab es den auch woanders. Ich erzähle ihn jetzt in der Druckreifen-Version, damit YouTube das nicht zensiert. Wie üblich treffen sich Chaim und Moshe sagt, Chaim, wie geht's dir? Und sagt Chaim, ach, weißt du, ich habe ja früher schon immer gesagt, dass alles Mist, Druckreife-Version ist. Jetzt stellt sich heraus, dieser Mist, das war das reinste Marzipan. Genau so fühle ich mich heute. Und ich denke, viele von euch fühlen sich genauso. Das, was vor Corona war, ja und auch vor 2015, es war das reinste Marzipan. In diesem Sinne, eine marzipanarme Nacht. Alles Gute. Ciao. Wir haben ganz viele Fragen bekommen, auch zu einem Aspekt werden. Da fragen einige zum Thema Endometriose. Herr Holz an Herrn Lauterbach. Einige Länder, auch Baden-Württemberg, wollen eine erneute Ausrufung der epidemischen Lage.